Die Güstrower Feuerwehr feiert in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen. Jeden zweiten Donnerstag üben die Kameraden auf dem Gelände der Landesbrandmeister-Beverstraße, um sich auf ihre Einsätze vorzubereiten. Ausgerechnet im Jubiläumsjahr waren es aufgrund der dauerhaften Hitze besonders viele. 173 Mal mussten die rein ehrenamtlichen Kräfte ausrücken. Was die Güstrower Feuerwehr leistet, soll in diesem Jahr auch besonders gewürdigt werden. Neben zahlreichen Veranstaltungen gibt es eine Sonderausstellung in der Städtischen Galerie Wollhalle. Wehrführer Markus Paschen freut sich, dass in Zusammenarbeit mit dem Stadtmuseum erstmals ein umfassender Einblick in die Geschichte der Feuerwehr gegeben werden kann, anhand von Uniformen, Meldetechnik, Atemschutzausrüstung und verschiedenen Gerätschaften. Wir wollten im Prinzip zwei Ziele mit dieser Ausstellung verfolgen. Zum einen den Besuchern, den Gästen der Balerstadt zu präsentieren, was alles so hinter Feuerwehr steht, wie sich die Feuerwehr entwickelt hat in den letzten 150 Jahren. Und zum anderen natürlich auch den Kameraden die Möglichkeit geben, sich selbst mit ihrer eigenen Geschichte zu befassen, wo die Wurzeln herkommen, beziehungsweise wo die Tradition oder die traditionellen Pflichten herkommen eines Feuerwehrmanns heutzutage. Am 17. Oktober 1868 wurde die Güstrower Feuerwehr auf Initiative von Mitgliedern des Männerturnvereins gegründet. 1952 ging die Bedeutung der Freiwilligen Feuerwehr durch die Einrichtung einer Berufsfeuerwehr zwischenzeitlich etwas zurück. Doch schon bald lief es ohne die freiwilligen Kräfte nicht mehr. Heute zählt die Güstrower Feuerwehr über 100 Mitglieder und verfügt über moderne Einsatztechnik. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kamen noch ganz andere Gerätschaften zum Einsatz, wie zum Beispiel diese pferdebezogene Handdruckspritze. Man kann sehr schön erkennen, vorne wurden zwei Pferde angespannt, zur Brandstelle gefahren. An der Brandstelle wurde im Prinzip versucht, den mittleren Wassertrog mit Wasser zu befüllen oder man hat irgendwo eine Saugstelle gehabt und dann mussten insgesamt 8 Leute hinten und vorne durch Pumpbewegung versuchen, das Wasser an die Brandstelle zu fördern. Solche Löscheimer hatte damals jeder Haushalt. Die Anzahl wurde von der Feuerordnung der Stadt vorgeschrieben. Wenn es dann halt zum Alarmfall kam, das bedeutete, der Türmer hier in Güstrow setzte sein Signalhorn ein, alarmierte die Einwohner und jeder Einwohner musste mit seinem Löscheimer zum nächsten Brunnen, wurde eine Eimerkette gebildet und somit wurde zum Beispiel auch diese Handdruckspritze befüllt. Die Ausstellung zeigt, wie sich die Technik der Löschwasserversorgung weiterentwickelt hat, bis hin zum modernen Strahlrohr. Noch bis zum 2. September können sich Besucher in der Galerie Wollhalle ein Bild von der herausragenden Bedeutung der Güstrower Feuerwehr von ihren Anfängen bis heute machen. Zusätzlich wird es zum Abschluss der Ausstellung einen Vortrag von Markus Paschen geben über die Feuerwehr heute und in Zukunft. Der Höhepunkt der Feierlichkeiten im Jubiläumsjahr kommt aber noch im Oktober. Also als größte Veranstaltung steht eigentlich der öffentliche Feuerwehrball. Der wird fast an unserem Geburtstag durchgeführt. Das bedeutet, am 20. Oktober wollen wir in der Sport- und Kongresshalle einen öffentlichen Feuerwehrball durchführen. Vorher wird die Festveranstaltung sein. Dort wird unter anderem auch der Innenminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu Besuch sein. Und zum Jahresabschluss gibt es wieder diesen großen Sternmarsch für Jung und Alt, wo wieder viele Eltern mit ihren Kindern dann aus ganz Güstrow zum Platz der Jugend kommen und dort ein gemeinsames Lagerfeuer abhalten. Die Feuerwehr in Güstrow wird zum 150. Geburtstag ganz groß gefeiert. Dabei geht es ihr nicht nur um die Würdigung der eigenen Leistungen, sondern darum, auf die Wichtigkeit dieses ehrenamtlichen Einsatzes hinzuweisen. Denn nicht nur in Güstrow, sondern überall gehen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren bis an die Grenze der Belastbarkeit.